denke, ich werde dich hier hinstellen und mal angreifen. Du kriegst ihn noch kaputt, oder? Ein HP, ich kack ab, Alter. Level up! Yay, level up! Speed bitte und Glück. Ja, Death ist auch ganz gut. Aber bringt dir bei einem HP sowieso nichts. So, du gehst jetzt runter und killst den da. Doch, das... Nee, das geht nicht. Scheiße. Ich müsste jetzt mich hier links hinstellen können. Dann würde das klappen. Aber so leider nicht. Ja. Wir kriegen Klein nicht demobilisiert. Und der schafft ihn mit einem Iron Sword nicht mal. Ist das crappy? Jetzt haben wir die gleiche Ausweichrate damit. Ich weiß, ich könnte Klein töten, aber dann kann ich ihn rekrutieren. Das möchte ich ehrlich, das möchte ich doch zeigen. Ja, jetzt könnte ich den da hinten abschießen. Weil dann stände er halt immer noch offen. Wenn ich den hier hinstelle und den abschieße, könnte Roy rumlaufen. Aber dann steht da nach unten offen. Das ist alles Mist. Das ist alles scheiße. Ja, geil. Freut mir. Können wir dich nicht umbringen? Oh Gott, hält der viel aus. Ausgezeichnete Idee, würde ich sagen. Wir können es ja bloß versuchen, ne? Oh Gott, wenn du jetzt noch 8 Schaden kriegst, ist ja noch für dich auch vorbei, wa? Na komm. Jetzt ist sowieso geil. Der nächste, der getroffen wird, ist tot. Ja, boah, jetzt kannst du nichts mehr anderes machen, als hier höchstens noch zuzumachen. Jetzt könnte er nach unten rauslaufen, kann auch jeden angreifen. Wenn ich ihn hier hinstelle, kann er auch jeden angreifen. Talk! Er kann ihn talken! Er kann ihn talken! Ja! Ich spaß da, Alter. Woher soll ich das wissen? Ich dachte nur, die Schwester kann ihn ansprechen. Warte! Bist du nicht der etrurianische Commander? Warum greift ihr uns an? Ich habe spezielle Order von Lord Arcado, um euch down zu machen. Kannst du nicht sehen, was hier passiert? Die Leute leiden unter dem ausnützischen Verhalten des Lords. Behandlung, ausnutzen, ist schon. Du hilfst ihnen, du solltest dich schämen. Warte. Sagst du, ihr helft den Dorfbewohnern? Ja, Mann. Ransacking. Was ist ein Ransacking später? Der Lord hier durchsucht wahrscheinlich irgendwie so. Sacking klingt so nach durchsuchen, einen Sack durchsuchen, ja, ist schon so krabbeln in der Tasche. Durchsucht das Dorf auf der Suche nach den Widerstandskämpfern. Wir kämpfen, um ihn aufzuhalten. Und du bist offensichtlich auf seiner Seite. Ich hatte keinerlei Intention in die Richtung. Meine Befehle sagen nur, dass ihr diejenigen seid, die mit den Banditen arbeiten. Was? Warum sollten wir mit Banditen zusammenarbeiten? Wir wollen nur die Sachen hier wieder klar machen und dann nach Lucia zu gehen. Solche Nerven. Ist das Schnurf? Was? Lord Arcado hat made a fool of me, hat mich verarscht. Ich war so blind, nicht zu sehen. Ich war so blind, dass ich nicht in der Lage war, durch dieses... Vio ist, glaube ich, Vorhang und Finn ist dünn. Also dünnen Vorhang auf die Seed. Der Schleier. Durch diesen dünnen Schleier auf die Seed oder die Side. Der Betrug, die Täuschung, durch diesen dünnen Vorhang der Täuschung zu sehen. Ha, verkackt, Blondie. Verstehst du denn, was sie jetzt meinen? Ich bin Klein. Klein aus Sword Art Online. Aus dem Hause Reglei von Etruria. Vergib mir für meinen missgeleiteten Angriff gegen euch. Ich bin General Roy der Lysianischen Armee. General Roy, I would advise you to be cautious. Ich würde dir raten, vorsichtig zu sein. Mit dir gegen Lord Arcado. Ich schätze, er würde jede... Porn ist doch Tatze oder so, ne? Jede Pfote. War das nicht so? Porn ist Pfote, glaube ich.
jeden Bauer. Nee, so war das, genau. Jeden Bauer in seinem Arsenal zu nutzen, um mit dir fertig zu werden. Danke dir für deinen Hinweis. Wenn du es erlaubst, werde ich euch beitreten. Wirst du? Ja, ich wünsche euch zu beobachten als einen etrurianischen Commander. Ich sollte das sorgfältig prüfen, als beides, als ein Kämpfer und als ein Diplomat. Danke dir. Ja, es stirbt niemand. Hab ich ein Glück, Alter. Hab ich ein Glück, Leute. Ich hab so ein fucking Luck, das ist so unglaublich, weißt du. Blind, ich meistere das Kapitel trotzdem. Ich scheiß einfach drauf. Ich sag mir einfach so, YOLO. Ich scheiß drauf. Ich kann das halt. Puck, lass mich in Ruhe. Hier, Schlitzelmodus. Das ist Crap. Yo. Down, oh hier, Dörfchen. Dörfchen 1. Was, Visit, oh, Fail. Ja gut. Shit happens, ne? Visit again. Hast du meinen Bruder gesehen? Sein Name ist Wade. Er ist ein Söldner. Ja, der ist bei unserer Truppe. Hast du von wie von ihm gehört? Ja, nimm das für deinen Trouble. Dorki, die Dorki. So, geil. Und jetzt ihr dann quatschen. Talk with Gonzo. Entschuldige mich. Was machst du denn? Ich bin ja ein Gegner. Ich weiß. Ja, das kennen wir schon. Das ist genau dasselbe. Ich weiß. Das Toy Village. Innocent, ich muss ja liefen. Ja, okay, ja, das ist ja genau dasselbe Gespräch. Okay, wir haben Gonzo bei uns im Team. Glückwunsch, du bist hier nicht trainiert. Ja, Lance, du kannst die da oben abfangen. Hier stellt sich innerhalb des Portabends da mal hin. Und ihr werdet jetzt gleich schon mal die Mauer einruppen, weil wir haben alles unter Control. Is everything under control? Iron Sword, ja, nicht genug Damage, that is voll mies. So, we are still alive, holy shit, we are still alive, Alter, das war knapp, knapper am knappigsten. Das dürfen wir nicht nochmal machen. Ich sollte, also, oh! Bist du bereit? Wir bewegen uns Richtung Süden vor. Captain, bist du sicher, dass alles in Ordnung ist mit ihm? Ist irgendwas immer nicht in Ordnung? Die etrurianische Armee könnte uns vielleicht als ersetzlich empfinden und uns an die Front schicken. Wo hast du das gehört? Einer der anderen Reiter hörte ein Gerücht von der etrurianischen Armee. Verschwende keinen Gedanken an schlichte oder an einfache Gerüchte. Aber ich bin sicher, Commander Klein würde dem niemals zustimmen. Denkst du wirklich so? Commander Klein ist nicht so. Ich traue ihm mit meinem Leben. Ja, okay. Wenn du ihm traust, dann trauen wir dir auch, Captain. Okay, let's go. Oh, noch mehr Leute. Holy shit, nein. Mein Heiler ist doch noch nicht da. Ich kacke in Teils. Nein, nicht cool. Ja, genau. So viel zu meinem Reiter. Ja, der kann jetzt ja wohl schlechter hingehen und sagen, ich will heilen. Jetzt sagen die so, you a dead bitch. Ah nein. Oh, crappy shit. Nein, crap. That is crap, Mist, Mann. Jetzt komme ich da nicht hin. Wenn die mir hier entgegenreiten, hauen die mir auf die Fresse. Welche Werte hast du? Oh, ach, Def, das ist gar nicht schlecht. Und Silver Boss auch. Vielleicht musst du helfen, den abzufangen. Ich weiß, die XP sind mir, hey, wurscht, das ist mir nicht egal. Wir sollten auf jeden Fall erstmal gucken, wo... Du bist Pegasus Knight. Wer ist hier der Leader? Wo ist Pape? Pape ist da oben. Kommst du da ran? Du kommst da wie niemand ran. Kommst du überhaupt an jemanden ran? Du kommst an niemanden ran. Das würde... Nee, kommst nicht an jemanden ran. Du wirst ja wohl nicht deine eigene kleine Schwester angreifen, wenn ich würde dich im Grund und Boden boxen. Deswegen stelle ich dich einfach mal so hin, dass du jetzt theoretisch nächste Runde von einem Distanzlanzer angegriffen werden könntest und würdest das Ganze überstehen dort. Das ist very good. Und deine Pegasus-Ritter werde ich jetzt leider downmaken müssen. Ja, scheiße. Ist ein bisschen crappy gerade hier. Ich muss jetzt mal hier die nächste Runde Musik gehen.
den Innenangriff mal von dem Flux-Typ hier unten in Kauf nehmen, von dem Schaman. Weil ich muss... die Tunte hier wegmachen. Die Tunte ist nicht cool, so was machen wir hier? Oh Gott, der läuft mal nach oben. So, ihr verpisst euch ein bisschen, ihr holt euch mal Zeit und werdet mal alle möglichen Heilmittel fressen, die euch zur Verfügung stehen. Hier hast du noch zwei, du gibst das mal an den hier. Hast du noch was? Ne, du gibst doch mal halbwegs lively. Okay, zieht euch mal ein Stück zurück. Relativ safe, aber ich bin mir da noch gar nicht so sicher. Deswegen lasse ich dich mal nicht alleine stehen hier und werde mal hier mein Heilmittel nutzen und vielleicht kommen ja noch mehr Bogenschützen von hier unten. You never know this shit. Du hast hier keinen alleine lassen, der irgendwie in irgendeiner Form ein bisschen, ich sag mal, jetzt nicht so stabil ist. Ja, das ist ja katastrophal. Das geht ja so schnell in die Hose hier. Hey, Kacken, Teich, du. Hatz. Hatz. Ja, komm, die XP hier. Ja gut, wenn du so die angreift, kommst du da immer noch ran, oder? Ja, geht. Das geht. Hier ist die Lance. Tschüss. Pegasus Ritter 1. Oh, 8 XP. Was ist die für ein Level hier? Level 6. Steel Lance. Wow, die hat 0 Speed, die Alte. Steel Lance. Yo, another Steel Lance. Wieder 0 Damage. Hier 0 Damage nicht, aber 0 Speed. Für Pegasus Ritter. Das ist traurig. Das ist very traurig, Mann. Da kommen mehr Los Banditos. Das ist uncool. Okay, die reiten aber schon mal nicht in die Richtung. Das ist ganz gut. Die Leute sind mehr zu angeschlagen dafür. Und die holt sich den Rüdiger, aber der Rüdiger mit der kurzen... Der reicht nicht mal. Rüdiger, schäm dich. Ja, komm. Level up für you. Glückwunsch. Galückewunsch. Galückewunsche. So, dann mal mit ihr quatschen, weil ich nicht mal an sich sowieso die Einzige, die sie anquatschen kann. Because of Pegasus. Tati, Schwester. Tani? Was machst du denn hier? Ich habe einen Vertrag mit Commander Klein von Etruria. Tani, bist du mit der Lucianischen Armee hier? Ja. Okay, ich verstehe, dann war das unausweichlich. Zieh deine Lanze. Nein, Commander Klein. Sagt, er würde uns beitreten. Wir müssen nicht kämpfen. Was, wirklich? Ja. That's a relief. Das ist eine Erleichterung. Ich werde euch ebenfalls beitreten. Dankeschön, Schwester. Yeah. Grün? Nein. Nein. Wer? Du wirst das nicht. Alter, ich werde dich sowas von retten. Ach, Tutz, guck mal, jetzt sind die grün. Ich hätte die gar nicht killen müssen. Oh. Die armen Ponyhöfe. Jetzt habe ich sie weggeschnetzelt. Einfach so. Ich bin ja so ein böser Bube. Ja, I don't care. Tschüss, Mann. Watz. Watz. Ja, komm, hier ein bisschen schneller. Was soll denn das hier? Dauert ja ewig. Oh, hat der gerade 11 Defense? Oh mein Gott. 11. Ich habe gerade... Ich bin bekloppt. Ich brauche den ganzen genommen. Ganz egal. Hat er gereicht? Haha. Toll, lol, lol. Lol, lol, lol. Ich kann schön schräg singen, ne? Finde ich auch. So, wir verschanzen uns hier, bis die Heilerin zu uns durchringt. Die ist voll. Schwer wie gut. So, was habt ihr alle für Lanzen hier unten? Steel Lance, Lance, Lance. Ein Steel und ein Iron Sword dabei. Also vorrangig eigentlich Stahl-Lanzennutzer. Wäre eine Axt ja gar nicht schlecht, aber da habe ich gerade überhaupt niemanden in der Richtung im Haus. Bist du bekifft, Alter? Bleib stehen, du Schlampe! Die werde ich sofort einsammeln, Alter. Bleibst du hier, du blöde Kuh? Ein Snack. Ja, very good. Very, very good. Very, very good. Oh ja, die stirbt jetzt. Das ist mir Wumpe. Kann ich akzeptieren. Gonzo könnte jetzt helfen. Nee, das machen wieder die zwei hin. Die machen den solidesten Job. Traurig, aber wahr. Unsere zwei Ritter sind way too OP. Wir können dich ja mal retten. Können dich mal heilen. Vielleicht überlebst du ja. Aber ich glaube eigentlich eher nicht. Du wirst sterben, Mädchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. La la la.
so eine Distanzwaffe. Oh, passt nicht. In dem Fall kann unser Klein erstmal ein bisschen mit Eisenbogen hier rumballern. Und helfen wir ihm. Du stehst schön immer im Zentrum von uns. Und bist geschützt. Und da kommen noch mehr Los Banditos. Nicht cool. Jetzt kommen die von unten und von oben. Ja, die Grüne wird jetzt in den Tod rennen. Für die Pegasus-Ritter! Watz! Watz! Ja, tot! Green Popels are dying. Oh. Too sad. Du verlierst 4 Speed, du hast nur 6 Speed. Leider nicht langsam genug für unseren Evil Knievel-Junge. Kannst du den killen? Ah, nee, war. Nope! Not really. Oh Gott. Das sind ganz schön solide, die Jungs hier. Er ist hier am solidesten. Und es kommt der eine nicht ran. Das ist schlecht. Und so kannst du nie was machen. Oh Gott. Das sollte ich lieber nicht tun. Ja, Shortbow. Critical Hit. Maybe incoming. Oh Gott. War nicht so geil. Ja, war wirklich nicht so geil. Das ist gerade ein bisschen crappy hier, ne? Kriegt den nicht kaputt? Echt jetzt? Wie viel Defense haben die denn? Alter, ich kacke den Teich. Ja, da musst du noch von außen dich drum kümmern oder sie von hinten. Ja, da kommen die aber alle hin und reiten alle auf ihr rum. Und die ist mittlerweile gar nicht mehr so schwach, aber... Ja, trotzdem, sondern immer noch eine Glaskanone. Eine Glaskanone, ja. Was kriegst du den nicht kaputt hier, Alter? Critical Hit. Critical Hit! Jawohl. Level up! Geil! Oh, geiles Level up, du. So, Lance kann jetzt nämlich nochmal seinen Langspeer schmeißen im letzten Moment. Triff! Du Sau! Jawohl. Oh, schön. So, ist der große 18er weg. Das ist geil. Soll ich hier mal ein bisschen Schlangentunnel bilden? Da hinten kommt jetzt nur einer an sie ran. Ja, das ist verkraftbar, denke ich. Ja, du wirst dich mal mit dem da oben anlegen hier. Und du... Hier schießt du mal wieder. Rüst dir die Wand hier auf. Klein. Und Droi. Droi. Was? Ja. Da ist das so. Du verpisst dich nach oben, hältst die grüne Einheit da fest. Und ja, den da oben, den werde ich jetzt vielleicht später auseinandernehmen. Die sollen da... Ah nee, das eine Dorf darf ich nicht vergessen. Das ist ja noch offen. Oh Gott. Hast du gerade übelst wenig HP gehabt? Da habe ich mich verpasst. Weapon Level increased. Ja, Chad ist zu schnell. Den trifft er nicht. Hab ich vergessen. Oh Leute. Ja, komm, schneller hier. Das dauert jetzt so lange. Selbst immer noch hier. Ja, die muss ich jetzt aufhalten, ne? Und Steel Sword, schaffst du. Iron Axe und Hand Axe, na gut. Kriegt da aber hin, hoffe ich. So. Oh, warum kriegst du den nicht kaputt, Junge? Du hast 7 Death, aber ein HP weniger. Du kriegst den kaputt. Der ist ja schon angeschlagen. Oh. Kriegst du ja auch kaputt. Ja. Weil dann, hast du denn den vielleicht kaputt? Der hat mal mehr Defense. Ja, muss die ein bisschen helfen hier. So, schön von hier, dass der gleich noch Support-Bonus kriegt da drüben. Liebe Alan, der macht bloß so richtig Frühstück, Alter. So, jetzt, jetzt könnten wir auch langsam mal die Heilerin hier nach unten schicken. Wo ist eh nicht mehr viel los. Eigentlich haben wir halt auch gefrühstückt. Und ich muss gerade aufstoßen. Oh, ich muss meinen Part beenden, Leute. Oh, der ist schon wieder 40 Minuten lang, Leute.
Ja, dann habe ich damit zwei Folgen aufgenommen in der Übermorgen. Ja, wir haben jetzt zwei Folgen. Das ist quasi jetzt schon eine Folge. Das ist, ich habe keine Ahnung, jede Folge. Das ist so lange kein Feiern aufgenommen, es tut mir leid. Ja, das war nochmal zwei Episodenfolge hier und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann wieder mal unsere Motors. Macht's gut, haut rein. Tschüss, Gott's Georg. Ciao.